Stellt euch vor, ihr baut das perfekte Board auf. Es gibt keine Möglichkeit, euch zu stoppen. Aber ihr habt vergessen, ein Spell Trap Negator hinzulegen und jetzt kommt diese Karte hier und nehmt euch einfach hops. Ihr geht second, euer Gegner setzt 5 verdeckte Karten und ihr denkt, ganz schön nervig. Und ihr habt einen Twin Twister in der Hand und denkt, ah geil, ich kann das doch aufhalten. Ihr chant den Twin Twister und dann flippt der Gegner das hier auf. No? Okay. Ihr geht second, nach dem Seiten. Der Gegner spielt ein Combo-Deck, was ihr nicht aufhalten könnt, es sei denn, ihr spielt eine spezifische Handtrap, die ihr aktivieren könnt. Der Gegner macht den Move, ihr aktiviert die Handtrap und der Gegner aktiviert diese Karte hier. Genau. Ist euch sowas auch schon mal passiert? Dann seid ihr bei diesem Video genau richtig. Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Saubertin und heute spreche ich mal darüber, warum diese drei Karten hier verbannt werden sollten. Und natürlich, weil die unfair und zu stark sind. Und ich werde in diesem Video darüber sprechen, warum ich der Meinung bin, dass diese Karten unfair und zu stark sind. Und euch ein paar Argumente liefern, mit denen wir einmal diskutieren können. Falls euch mein Content gefällt, lasst mal ein Like da für den Algorithmus. Ihr wisst Bescheid. Los geht's mit der ersten Karte. Die erste Karte ist Mystic Mine. Ich glaube, Mystic Mine ist ein Thema, über die haben schon viele gesprochen. Und der Grund, warum die Karte einfach zu stark ist, ist, weil die eine Karte einfach zu viel tut. Denn die Karte lässt euch nicht angreifen, wenn ihr mehr Monster habt. Die lässt euch keine Effekte mehr aktivieren. Es bedeutet, diese Karte alleine, nur bei Aktivierung, gewinnt Spiele. Und das sollte eine einzelne Karte, die man einfach so aktivieren kann, ohne irgendwelche Kosten oder Bedingungen, einfach nicht tun können. Ich weiß, es gibt für die Karte extrem viele Outs. Natürlich, man kann auch drumherum spielen. Wenn man ein ganzes Deck um eine einzelne Karte drumherum bauen kann, weil die Karte so verdammt broken ist, zeigt das, dass die Karte einfach nicht da sein sollte. Warum dieses Deck selber um diese Karte drumherum ja nicht so erfolgreich gewesen ist, ist, weil es halt so viele Outs in den Side-Decks gibt. Outs für Karten machen halt kein gutes Kartendesign. Und Mystic Mine ist ein extrem gutes Beispiel dafür, wie man eine Karte nicht designen sollte. Generisch, overpowered, easy zu benutzen. Das kommt nochmal vor. Und das ist der Grund, warum Mystic Mine einfach unfair ist. Das gewinnt halt Spiele gegen Decks, die ihr eigentlich nicht verlieren dürftet. Oder Decks gewinnen Spiele, die sie einfach nicht gewinnen dürfen, weil sie es einfach nicht verdient haben quasi. Das bedeutet, Mystic Mine gehört meiner Meinung nach auf die Banlist. Meiner Meinung nach hat sie nie erst gedruckt werden müssen und ich weiß, im aktuellen Format ist Mystic Mine fein, aber es wird immer wieder Formate geben, wo die mal gut ist und mal nicht so gut, aber trotzdem gehört die meiner Meinung nach auf 0. Die nächste Karte ist eine Karte, die von der Bandit zurückkam mit einem Erratum. Die Karte ist Imperial Order. Was soll ich dazu sagen? Imperial Order sagt, alle Zaubereffekte, die auf dem Spielfeld aktiviert wären, werden annulliert. Jetzt seid ihr für 700 Life Points in jeder Standby-Phase, um den Effekt aufrecht zu halten. Warum ist das jetzt unfair? Die meisten Effekte, die Zauber- und Fallenkarten beseitigen können, sind Zauberkarteneffekte. Und das ist das große Problem von Imperial Order. Das ist auch die große Stärke von Imperial Order, logischerweise. Aber das ist halt das, was die Karte halt unfair macht. Dass die meisten Outs, die im Side-Deck oder im Main-Deck dagegen spielen würdet, von der Karte blockiert werden. Die ist generisch, super stark und einfach zu benutzen. Ihr müsst sie einfach nur umdrehen. Und das ist auch der Grund, warum dieses One-Off in extrem Phoenix gespielt wird, weil es einfach eine extrem gute Karte ist. Und das ist ein Kartendesign selber, was nicht so sein sollte. Das Erratum selber hat die Karte deutlich fairer gemacht, denn damals war sie einfach nur absurd dumm. Jetzt ist es so, sie ist zwar fairer, aber sie ist trotzdem noch zu stark. Denn einfach eine komplette Game-Mechanik aus dem Spiel zu nehmen, nämlich Zauberkarten aktivieren zu können, die dann auch noch die Karten blockiert, die die Karte aufhalten könnten, ein bisschen zu viel. Ich weiß, ich rente gerade hier so ein kleines bisschen, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Denn genau sowas sollte eigentlich im Spiel da sein. Es sollte die Möglichkeit geben, dass jedes Deck die Möglichkeit hat, gegen andere Decks gewinnen zu können, ohne dass jetzt die eine Game-Mechanik davon aufgehalten wird. Ja, zu sehen, by the way, auch Floodgates. Ich finde Floodgates generell von den Ideen nicht ganz so cool, aber grundsätzlich schränken die dich meistens ja nicht in eine Game-Mechanik ein, zumindest die meisten nicht. Aber Imperial Order macht halt genau das, dass sie sagt, Zauberkarten, nö. Die nächste Karte, und das ist wahrscheinlich die kontroverseste Karte in diesem Video, ist die Karte Caught by the Grave. Und jetzt fragt ihr euch, warum denke ich, dass Caught by the Grave broken ist?
Ich habe es ja im Intro in diesem ganz kleinen Clip gesagt, dass wenn ihr eine Handschuhe aktiviert, ihr die aufhaltet und einfach weiterspielen könnt. Und das ist der Knackpunkt, dass diese Karte generisch, overpowered und einfach zu benutzen, dem Gegner eine Karte klaut, die euch stoppen könnte. Und das ist das Problem, denn ihr müsst euch quasi vorstellen, Anfang in Yu-Gi-Oh! War schon immer besser. Immer. Selbst damals, wo es halt nicht gut war, war es trotzdem besser, First zu gehen als Second zu gehen, weil ihr immer noch was auf Feld legen konntet, was irgendwas getan hat. Mittlerweile ist es so, dass fast jedes Deck irgendeine Art von Board aufbaut oder Karten aufs Spielfeld setzt, die ihm halt einen Value geben im generischen Spielzug. Wenn wir aber 5 Karten haben, 5 Karten, mit denen wir spielen können, und der Gegner hat einige Karten, die mit unseren interagieren können, damit es halt nicht so weit kommt, damit er nicht mehr spielen kann. Aber gehen davon aus, er hat maximal 3 Interruptions. Maximal 3. Davon wird ja nicht jede Karte euch komplett aufhalten, in der Theorie. Das heißt, wenn ihr quasi eine Karte davon vom Gegner nullt, das heißt, dass die quasi benutzen könnt, habt ihr halt immer noch 4 Karten und der Gegner hat 2, die dagegen treffen. Und das ist ein bisschen das Problem, das Balancen vom Go First zu Go Second, dass es mit Called by the Grave ein bisschen zu stark ist. By the way, es wird auch auf die nächste Karte zutreffen, die rauskommt, wird der Crossword Designator. Ähnliches Beispiel, nur dass die halt einen Kosten im Deck hat, die jetzt nicht generisch sind. Wenn ihr versteht, was ich meine, weil ihr habt immer noch Sachen im Deck, die ihr banishen müsst, damit das funktioniert. Aber das trifft halt genau den Punkt, den ich erwähnen möchte, dass Called by the Grave für Go First Decks unglaublich stark ist. Jetzt könnte man das Argument führen, dass Decks, die nicht so gut sind, von der Karte aber profitieren, weil die dann ihre Spielezüge machen können, weil die von einigen Handtraps direkt geoutet werden. Ist ein legitimer Punkt, kann man so argumentieren. Das Problem ist, dass Called by the Grave so generisch ist, dass auch die besseren Decks das spielen können. Und da haben wir das Problem. Denn wenn ein besseres Deck diese Karte spielt und aktiviert, spielst du da halt nicht durch. Wenn ein schlechteres Deck die Karte aktiviert und durchkommt, spielen wir vielleicht trotzdem noch durch. Darum geht es nämlich. Es geht nicht unbedingt immer darum, die etwas weniger guten Decks besser zu machen, weil die gegen bestimmte Handtraps sterben, sondern es geht darum, dass man die bestmöglichen Decks nicht zu stark werden lässt. Und das ist das Problem. Und das ist auch der Grund, warum Mystic Mind und Imperial Order beide so broken sind, neben Called by the Grave. Dann stellt euch mal quasi vor, ihr habt wirklich so Sachen, dass ihr First geht und ihr habt Imperial Order und halt Called by the Grave. Oder ihr geht Second und habt halt Mystic Mind. Das ist halt einfach nicht fair fürs Spiel. Du kannst halt nicht von jedem Deck erwarten, dass es eine Zauberkartenaktivierung aufhalten kann. Und das ist ein bisschen das Problem. Denn selbst Top-Tier-Meta-Decks wie Tribigate aktuell, die halten Mystic Mind nicht auf. Und das ist ein Problem. Dasselbe gilt für andere Decks, die aktuell so ein bisschen weiter oben mit einem Striker zum Beispiel. Oben mit Vision, sorry. Die halten es einfach nicht auf. Oder Phantom Knights, was in die Richtung. Die können diese Karte selber nicht aufhalten, weil sie intern kein Spell Trap Negate haben. Was halt doof ist, weil man damit halt verliert. Und das heißt, man müsste dann im Main Deck Spell Trap Removal spielen. In einem Format, wo die meisten Sachen Kombos sind. Wo die halt in, sagen wir mal, 8 von 10 Fällen tot ist. Und dann in einem Fall für Missing Mind und vielleicht im anderen Format, im anderen Game für eine andere Karte mal hilfreich sein könnte. Aber das sind meine Meinung zu den Karten, die ich aktuell als wirklich unfair empfinde. Und ich auch denke, dass das Karten sind, die Konami vielleicht mal in Erwägung ziehen sollte, aus dem Spiel zu entfernen. Denn am Ende ist es so, das sind gute Karten, logischerweise. Aber würde uns wirklich was fehlen, wenn die nicht da wären? Und ich glaube, das ist so der Punkt, über den man mal nachdenken sollte. Wenn die Karten nicht da wären, wäre das Spiel jetzt besser oder weniger gut? Lasst mir einen Kommentar da. Das war's für das heutige Video. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.